Da bin ich auch schon wieder. Dann kann ich die Musik jetzt wieder ausmachen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schön. Bisschen Hintergrundmusik. Ich hoffe, ihr wart alle schön pullern. Habt euch was zu trinken geholt. Was gehört. Ah, schön. Und Brian, bis später. Auch wenn du das vermutlich gar nicht mehr mit. Ja. Würde ich mit Arc dann anfangen und dann hängen bleiben? Wiss? Deep? Walker Payne? Stunden? Ich habe zu viel verpasst. Ich weiß da gerade gar nicht, warum. Bestellung ist raus. Hunger. Saku hat Hunger. Danke fürs BB. Pro 5 Sekunden überziehen muss ich eine Stunde länger streamen. Ich denke nicht, Onkel. Ich denke nicht. So. Fortsetzen. Okay, das hier hat ja offensichtlich nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht habe. Dann gehen wir jetzt einfach zu dem lustigen Dude, der uns eventuell mit dem Schiff aushelfen kann. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ab zur Halbinsel. Oh ja, Saku, was hast du dir denn bestellt? Was gibt's denn, der Chris? Was gibt es Leckeres? So. Mal gucken, ob wir jetzt ablegen können. Vorgeschlagen, meine noch nicht durchgespielten Spieler alphabetisch durchzuspielen. Die Poker Pain würde mit Arc anfangen. Was? Und dann da hängen bleiben. Ah, okay. Oh, danke schön. Dakin, vielen, vielen lieben Dank. Danke für die Unterstützung und es geht nie um die. Bin für jegliche Unterstützung dankbar. Ja. Vielen, vielen Dank und es freut mich, dass es dir gefällt. Dankeschön. Danke, danke. Fühle dich mit Raupenliebe besprüht. Bei mir steht Seven Days to Die ganz oben. Ist auch so eine Spielfalle. Oh ja, Bretterbuder. Oh ja, das ist es. Hey! Wir können ablegen. It's me again. So I see. What can I do for you this time on? Na, können wir vielleicht. Why can't I charter your ship? Like I said before, man. I lost my lucky eye. Ach that nein, has seen the world sailor necklace. Moment, wir brauchen noch das Auge. Wir I gotta run. Das Auge. Lots of treasure hunting to do. Okay. Bye, man. Okay, come das again. Auge. Vielleicht müssen wir ja doch noch mal. Okay, lasst mich noch mal ganz kurz das Buch betrachten. Big whoop. Unclaimed bonanza or myth? It says here there were 4 pirates. Rapscallion, the cook, young Lindy, the cabin boy, Mr. Rogers, the first mate, and Captain Marley. They buried their treasure along with plenty of booby traps on a place believed to be called Inky Island. Moment. They made a map which they divided into 4 pieces, each man taking one. Rapscallion later opened the Steamin' Weenie Hut on Scab Island. It was a huge success, but fell into disrepair after Rap was killed in a flash fire. Young Lindy drifted aimlessly, down on his luck until he mysteriously came into money while panhandling on Booty Island. He used the cash to bankroll an advertising firm which failed after its gross mishandling of the Gangrene and Honey account. Mr. Rogers retired off the coast of Fat Island. He marketed homemade contest grog brewed in a bathtub until his recent disappearance. Okay. Captain Marley vanished while sailing in the America's Cup race. His boat was leaving at the time. Okay, der Typ mit den heißen Würstchen. Typ mit den heißen Würstchen. Das Auge, das die Welt gesehen hat. Ja, ja, ja. Yippie! Das Auge, das die Welt gesehen hat. Das Auge, natürlich. Das Auge, das die Welt gesehen hat. Yippie! Hey! Lenny, vielen, vielen lieben Dank für deinen Subscribe. Herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Haut mal bitte ganz, ganz viel Liebe an den Lenny raus. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Mach es dir gemütlich. Fühle dich komplett eingebettet in Raupenliebe und genieße einfach, ja, die raupige Raupenliebe, die du hier bekommst. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Danke, danke. So ist es gut. Raupenliebe wird rausgehauen. Sehr gut. Natürlich, das Auge, was die Welt gesehen hat. Das ist doch ganz klar. Das ist doch ganz klar. Ah, jetzt hat's Klick gemacht. Hockt sich paranoid mit Baseballschläger in die Ecke. Was? Nein, mit Raupenliebe besprüht zu werden, ist total toll. Du musst keine Angst haben. Genieß es einfach. Schnauf, Keuch, Prust. Fury, Wehwehchen, meine Liebe. Wehweh. Ah, danke schön, Lenny, danke schön. So, natürlich, das Auge, das die Welt gesehen hat. Ganz klar.
Hallo. Ganz klar. Hi. Leg mal ganz kurz zur Seite. Danke. Bye bye. Gang, I've lost my monocle again. Sport ist Mord. Wie war's, Fury? Hm? Geht's dir noch gut? Kannst du noch stehen? Voll die Sekte hier. Ja. Wir passen auf jede einzelne Raupe auf. Du darfst dich hier beschützt fühlen. Wir treffen uns auch immer am 13., wenn Vollmond ist, ja, auf einem Friedhof und beten die große Raupe an und singen einen Choralgesang. So. Hat sie gemacht. Fury, hat sie gemacht. Ja, wie oft ich ihm schon seinen Monokel gestohlen habe, oder Onkel? Ich bin gemein. Aber wir brauchen es. Megan. So I see. What can I do for you this time, man? Du kannst nicht mehr stehen. Oh Gott. Warte mal, kann ich... Nee, warte. I gotta run. Ich glaube, ich muss ihm das einfach direkt geben. Sekunde. Bye, man. Come again. Das war nicht schlau so. Na, wieder rein da. Ist ja auch die kleine Raupe nimmer satt. Manfred, nicht direkt. Aber ich esse gern. Wenn du Lasagne hast, dann bin ich das ja. Wenn du Lasagne hast, bin ich Raupe nimmer satt. So. Okay, also. Eep. Would you like my monocle? Thanks, man. This'll do just fine for my lucky sailing necklace. Sehr gut. What can I do for ya? I need to charter a ship. You're in luck, my friend. Rumor has it that Lago's been run off the island. So I'm now free to sail again. Only problem is that you don't look like the type that has 20 pieces of eight. Actually, I do have that much. Habe ich auch. Well, man, consider my ship chartered. Great. Where's your ship? You're standing in it, man. Yikes. Yikes. Teil 2, 4 Kartenteile. Wupp. Sehr schön. Du bist klein, naja, je nachdem, was man halt als klein ansieht, man. Deep in the Caribbean, hidden by an endless storm, lies LeChuck's Fortress. Oh, nein. Wie geil ist das denn? So, when are we gonna resurrect the old bloated fool? Ist das geil. Oops. I'll ignore that comment just this one time, Largo. Only because they tell me you found Guybrush Threepwood. It's Threepwood. And I found him on Scab Island. Very good. No one gets the upper hand on LeChuck without getting what he deserves. I want Guybrush brought to me, and I want him brought alive. I am entrusting this to you. Do not fail me. Never, your voodoo lordship. Aye. Guybrush Threepwood is finished. I need you to start building me a very special doll. Nein. With pleasure. Oh mein Gott, nein. I'm off to find Big Whoop. Nein. 1,70 ist gut, ja, oder? Finde ich auch. Das läuft bei dich. Ja, läuft gut. Wir kommen gut voran. Aber nur dank Hilfe. Also ohne würde ich vermutlich immer noch an der Stelle hängen, wo ich diesen blöden, wo ich erstens das Fenster suche. Da habe ich den Tipp gebraucht und den Abholschein. Das hätte gedauert, glaube ich. Nee, ich, Manfred, ich verzichte auf die Kommentare, auf die Entwicklerkommentare im Moment, weil sie halt leider doch, wir haben das einmal ausprobiert, weil sie leider doch Spoiler enthalten. Und das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd einfach. It has a picture of a parrot on the front. It has a picture of a parrot on the front. Okay, Papageienfoto. Alles klar. Haben wir? Noch irgendwas? Nein. Nur die Tür, sonst absolut nichts. Wie sieht das so aus? Ach, schön. Ach, das ist schön. Verlasse ich mal wieder den Lurker-Modus. Hab schon was verpasst, abgesehen von Story. Story. 1,70 ist doch nicht klein. Nö, das ist okay. 1,70 ist absolut in Ordnung. Wie groß ist so? Ach so, ach, weil da nicht drück steht.
Ach, wegen dem Press. Alles klar. Alles klar, ich verstehe. Schönen Abend noch, Bretterbude. Danke fürs Reinschauen. Bye-bye. Bye-bye. So. Okay. Welcome to the Jolly Rasta. Where do you want to go? SRA. Sehr schön. Ziellos umherschippern. I don't know. What are my choices? I only know how to get to Tree Islands, man. What are they? There's where we just came from, Scab Island. The only island where pirates are free to be pirates. Then there's Booty Island. The festive French Mardi Gras party all the time island. It's run by one of the most respected and loved governors around. Governor Elaine Marley. Marley. And last, there is Fat Island. A fascist dictatorship run by an overbloated pig named Governor Fat. Here, take this easy-to-read reference map, courtesy of Dread Tours. You can use it to show me where you want to go. Okay, cool. Booty Island, Scab Island und Fat Island. Okay? Great. Dann fangen wir, glaube ich, mit Booty Island an, oder? Selbst nur 1,73 ist total gut. Du bist dich nicht in den Kopf und kommst überall dran. Das stimmt ja. Passt überall. Also wir haben bei uns relativ hohe Schränke, die auch ziemlich weit oben hängen in der Küche. Also ans oberste Regal komme ich nicht ran. Leider. Na, immer an die Leiste an der Decke meiner Garage. Das ist schlecht. Auch noch hohe Schuhe tragen, ohne gleich größer als jeder andere zu sein. Das stimmt auch, Manfred. Ja, das ist richtig. Okay, ab nach Booty Island. Auf zu Marley. Marley. Oh, wie sich diese rote Linie da lang schlängelt. Also die roten Pixel, wie die sich da aufbauen. Ist das nicht schön? Das erinnert mich ein bisschen an Snake. Meinst du, das Regal, wo Sando die guten Süßigkeiten versteckt, ist ein bisschen ein kleiner Umweg, den wir hier gerade schippern, oder? Also das, was, wo, warum, wo fährt der denn lang? Was zur Hölle, wieso, warum macht er das? Akasha, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. Wissen wir, wo Sando die Weihnachtsgeschenke versteckt? wir sind da. Ja, mit 1,65, der niedlichste hier. Die einen müssen sich immer an Mr. Hurley und die Pulveraffen denken. Okay, das finde ich vermutlich dann gleich nach raus. Ich glaube, Sando liest es nicht. Nein, nein, wo die Süßigkeiten sind, weiß ich. Und da komme ich ran. Hat er nicht bedacht, dass ich mit 15 über 1,80 bin? Ah, oh, das ist natürlich echt schlecht, wenn er daran nicht gedacht hat. Es gibt noch kürzere hier als 1,65, das stimmt ja. Whale-Watching wird doch wohl noch erlaubt sein. Whale-Watching, ja. Stimmt wohl. Ach, das ist eine Band. Ah, Feodaron. Ein Kostümshop. Ach, ist das schön hier. Ah, Feodaron. Das macht dann natürlich Sinn, ja. Ja. Ist man hier the alles sign says the Booty Boutique. Mementos, Souvenirs, Artifacts. Star, ab und an, ja, durchaus. Mhm. Ab und an werde ich nach meinem Ausweis gefragt. Leider. Nein, eigentlich nicht leider. Ich finde das absolut in Ordnung. Ich finde es gut, dass ich so jung aussehe. Das wird mir... Wenn ich dann irgendwann 40 bin, werde ich das richtig gut finden. Found that beauty at the bottom of the sea. She cleaned up real nicely, though. I'd like to buy this well-polished old saw. I see you have an eye for quality. That'll be 25 pieces of 8. Second thought, I'd better save my money. Ja. Your loss. Wir warten mal noch ab. Ich weiß noch nicht, was ich hier brauche. Die Pokerpain lässt dir schmecken. Guten Hunger. Unsere Auszubildende ist nur 1,56 und die ist 21. Ach Gott, das ist niedlich.
Das Geräusch von dem Vogel. Oh. Ist es herrlich. It says beware of parrot. Okay. Sorry, he's not for sale. Chada. Isn't he a beautiful parrot? He's preoccupied with his reflection. Beautiful. Beautiful. Was ein Zwischen Vollbart? Was am Ausweis gefragt hat, er ziemlich doof geguckt. Ach schön. Es war lustig, ich war mal mit meiner Mutter einkaufen. Und das ist vielleicht 2 Jahre her oder so. Und da habe ich auch, ich weiß nicht mehr, ich glaube, einen Wein. Ich glaube, ich habe einen Wein gekauft. Und die Kassiererin fragt mich nach meinem Ausweis. Und meine Mutter hatte halt auch irgendwie noch Alkohol mitgeholt. Ich glaube, auch Wein. Und war halt nach mir dran. Und dann meinte sie so, wie? Und ich werde nicht nach meinem Ausweis gefragt? Das war sehr schön. Das war sehr, sehr schön. Die Kassiererin ganz, lief dann rot an und meinte, also sie können mir natürlich auch ihren Ausweis zeigen, aber ich ging bei ihnen schon davon aus. Das war sehr, sehr angenehm, war sehr lustig. Schön. Einziges Buch, da muss man ja aufpassen, dass man nicht drüber rennt. 1,93, oh, das ist auch groß. 1,80 und die ist erst 15. Oh. Also ich möchte ehrlich gesagt gar nicht, ich möchte nicht größer sein. Ich finde es gut so. Ich möchte eigentlich nicht größer sein. Ich bin auch ein 1,52 Zwerg. Ich habe da auch 2 Freunde, die sehr, 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 sehr klein sind. Killerspiele. Sehr gut. I got that as a gift from a man I saved a few years ago. Don't have much use for a wheel, but he said one good turn deserves another. Okay. It's said that the infamous Greenbeard won that barrel from Long John Cooper in a poker game. Shame that it's empty. Oh, schade. It's empty. Wow. It's empty. Okay, das Holzbein. It was handmade by a good friend of mine from another island. Ah, den kennen wir ja schon. It looks like Spiffy the Pinhead. Okay. Those are authentic scale reproductions of rotting skulls rendered in sun-bleached whalebone. There's even some loose skin to hang them up from. E. That's a sign I took from the famous Precipice View Road. I've never heard of it. They call it Dead Man's Drop now. Okay. You'd look good in one of those. And they're great for parties. It's ergonomically formulated to enhance stopping power. It's a beautiful antique porcelain vase. Wow. It's a picture of a pirate with peg legs. I'm not sure exactly what this is. Uh-huh. That's part of the Big Whoop treasure map. I don't know a lot about the piece, but there's supposed to be a book in the library that tells all about the whole map. I'd like to buy this map piece. That's 6 million pieces of 8. Do you want it? Well, I can't afford that much. Too bad. Wo soll ich denn jetzt bitte so viele Goldstücke herkriegen? 6 Millionen? Was? That's the legendary white whale. Never been caught, except on canvas. Does it have a name? I don't know. Maybe, maybe not. Nothing says a whale must have a name. Alter, was? Das ist ja krass. Herr Tagebart hat das letzte Mal nach meinem Ausweis gefragt. Ah, sehr gut, sein. Hä? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Ich hab überhaupt nichts gedrückt. Wieso? Strange. Du kommst nicht zu Ikea. Du wolltest vor 4 Wochen schon hin. Tudum.
Dann solltest du mal losmachen, Onkel. Als Pirat kann das ja kein Problem sein. Naja. Naja, ich weiß nicht. Do you take credit? Yeah, like you have one. But I do accept personal checks or trade-ins. Okay. What kind of trade-ins do you accept? I'll take most old swords, some used parrots, almost anything valuable made of bronze, and a few old ship parts. Would you give me the map piece for any of those things? No, but there's one thing I might trade for the map piece. Und what would you trade for the map piece? There was a certain ship that sunk, and I'd really like the figurehead. I'd give you the map if you got the figurehead for me. Okay, Moment. Galions. Eine Galions. Can you tell me about the ship with the figurehead? The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Nobody knows where it sank or why, but the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. I'm a collector of fine art, as I'm sure you can see. Aber wie will dann wissen, wie sie aussieht? Wenn niemand das Schiff kennt, niemand weiß, wo es gesunken ist, dann weiß doch vermutlich gar nicht, wie die Galionsfigur aussieht, oder? Ja, ist immer so anstrengend, das Aufbauen und so, aber langsam sammeln sich die Figuren und so wieder an. Niedriger leider nicht. Aufbauen geht doch. Letztens erst die ganze Küche für die Schwester mit ihr montiert. Ach, nice. Das ist ja sehr lieb. Weiteres Kellex. Lob doch mal den Laden. Ja, mach ich. Sofort. Boah, der Papagei nervt. Piep, piep. Okay. Nice shop you got here. Thanks. I pride myself on the quality of my merchandise. I only sell the finest of pirate memorabilia. Even the trade-ins are first class. And I always make you the best deals. How can you afford to do that? Volume. Große Stückzahlen. Aha. Aha. Na, aber ich dachte, das sind mehr so Einzelteile von hoher Qualität. Mache ich gar nicht, Onkel. Ich habe vorhin quasi alles bei hier dem lustigen, bei Mad Marty abgespielt. Alles, obwohl ich wusste, dass es nichts bringt. Ja, Manfred, das macht nicht jeder, aber das ist sehr, sehr nett. Ja, mit dem Freund zusammengezogen. Schön, da drückt man die Daumen, dass es klappt. So, wie war das nochmal mit dem Schiff? Please tell me about the ship with the figurehead again. The ship was a huge galleon named the Mad Monkey. Das hab ich mir schon mal aufgeschrieben, dass ich das vergesse. But the figurehead is supposed to be the most fabulous piece of art ever. That's why I want it. Aber er scheint zumindest wirklich nicht zu wissen, wie es aussieht. Das ist sehr gut. Alles klar. I have to go now. Was haben wir hier noch? Kanonenkugeln? Check out these balls. These balls. Fine iron cast. Okay. That's a Mark 7 Devastator triple cannon emplacement. If only they'd thought to leave a hole for the fuse. Na, das ist aber nicht sonderlich schlau von ihm gewesen. I was told that these are used as a form of barter in the inner cities. Echt? Es gibt Städte, bei in denen man mit Radkappen bezahlen kann? Geht das? Wie hat Raupe eigentlich ihr Loot gefunden? Da? Ihr Loot gefunden? Was? Definiere genauer. Chips essen ist so laut. Ja, das ist richtig. Ja, die tolle Tasse. Tolle Tasse. Wer die Tasse noch nicht kennt? Die habe ich von meinen wundervollen Mods bekommen. Dieses wunderschöne Kunstwerk ist von der lieben Sabishi. Ja, meine lieben Mods, Gary und Sasu, haben mir diese Tasse zukommen lassen. Kann man ruhig mal Mods loben.
Ach so, den Dudling. Auf Arbeit habe ich den gefunden. Da. Ich habe den auf Arbeit gefunden und, ja. Mich dann quasi selbst zum Essen eingeladen. Ah, the famous ceremonial lights from the Pirates of the South Pacific. Those aren't for sale. Okay, die verkauft er nicht. That's a great gift for the holidays. Ein Trauerkranz, den man auch als Adventskranz benutzen kann. Sehr gut. Das bin ich. Das ist richtig. Das ist übrigens Sabishi. Ja. Sabishi ist künstlerisch äußerst begabt. Äußerst begabt. Sabishi loben bitte. Die Mods werden gerade schon gelobt. Sie kriegen es vermutlich nicht mal mit. Mods und Sabishi loben. Genau, so ist richtig. Rock'n'Roll Porzellanteller. That collectible plate is worth a mint. Wow. I knew those would be valuable one day. Hätte ich doch nur meinen Kitsch aufgehoben. Das hätten wir ihm jetzt alles andrehen können. Oh, eine Schreibfeder. I made that myself, from my last parrot. Got too noisy for me. Gott, der arme Papagei hat ja ihn einfach gematscht. Höchstwahrscheinlich. Das ist ja gemein. Nein, 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 das wollte ich nicht. I have to go now. Die Augen klappen. I have an eye patch in every shape. Okay, in Ordnung. Haben wir jetzt sonst noch irgendwas vergessen? Das hatten wir, das hatten wir. Ach nee, Indies Peitsche, Indies Peitsche. That's the real thing, as seen in Raiders, Temple, Holy Grail and the Young Chronicles. Wahnsinn, Wahnsinn, muss ich haben. Schiffshorn hatten wir auch noch nicht. That's a real ship's horn, just like the ones used on modern ships. Okay, Postschiffe. Alles klar. Okay, ich glaube aber jetzt habe ich tatsächlich alles erwischt. Okay, cool. Mal schauen, was wir von ihm dann irgendwann wirklich kaufen müssen. Zumindest brauchen wir die Galeonsfigur des Schiffs Mad Monkey. Auf jeden Fall. Esu's back. Wir wissen Frieden. Ah, doch, meine Mods kriegen alles mit. Sehr schön. Da wie rot anlaufen lassen. Ach, schön. Alle Dummen, die ich loben soll. Sehr gut, Manfred. Sehr gut. Da, wir arbeiten daran. Vertrau mir, wir arbeiten daran. Selbst zum Essen bei den Jungen sein. Kann übrigens kochen. Ach, der Trivia. Ah. Sehr gut. Gee, I wonder if it's loaded. Hey, don't touch that. We only set that off when the mailboat comes in. Okay. Hello there. Sorry, son. Didn't have my horn out. Could you say that again? I said hello there. My name's Threepwood. Oh, why, hello there, Threepwood. You in town for Mardi Gras? Nein. No, I'm on a treasure hunt. What? They're doing a treasure hunt again this year? I can't believe they'd try that again after all the mishaps last time. I meant a real treasure hunt. You know, for money. For money? Look, son. This ain't some back alley on Fat. If you're looking for gambling, you've come to the wrong place. Na, aber hier gibt's die Karte, die ich brauche. Eh? What was that? Ach, Pirate, ich kenne dich doch. Ach, aber das ist so lieb. Dankeschön. Freut mich, wenn es dir gefällt. Ich kann auch kochen, aber ich lade niemanden ein oder lasse ich selbst einladen. Ja, Gott sei Dank hat Sandu das zugelassen, dass ich mich selbst einladen durfte. What kind of mishaps were there at the treasure hunt? Well, some people got carried away. Some graves got dug up. Horrible business. Well, enjoy Mardi Gras. Okay. Hello again. You talking to me, boy? Ja, ich rede mit dir. Hey, old man. How about blowing off the cannon? How about just blowing off? My name is Augustus de Watt, not old man. Augustus and this cannon is for official purposes only. Okay. Hello again. You again? Still mumbling, I see. And what are the official purposes of this cannon? I watch the sea. When the mail boat arrives, I blow this cannon. Dang ship's 3 days late.
You don't have a brother named Marty, do you? Boy, the only Marty I know is Mardi Gras. Who? Mardi Gras. Nein. A joke, boy, a joke. As you well. Are here for Mardi Gras, aren't you? Uh-huh. Is this the right time of year for Mardi Gras? Son, it's always Mardi Gras on Booty Island. I used to be the governor of this island, but I never had any time to come down here and enjoy the party, so I quit. And now I watch out for the mailboat, which reminds me, I have to get back to work. Aber dann hat er doch auch nichts von dem Fasching, oder? Wenn er hier die ganze Zeit gucken muss. Heute frisch angekommen. Na dann willkommen. Genau, willkommen. Du weißt, kochen doch, die Dame muss ich erst noch finden. Ja, das wird schon. Immer schön positiv denken. Folgendes loswerden. Ich finde es super, wie du immer auf den Chat eingehst. Das ist bei ca. 100 Leuten wirklich nicht selbstverständlich. Finde ich toll. Aufgelogen. Dankeschön. Dankeschön, Phew. Das tut echt gut. Also solange ich das noch kann, solange der Chat nicht komplett durchdreht, versuche ich das auch so gut es geht beizubehalten. Dankeschön. Ja, irgendwann dann sicherlich. Du könntest eventuell... Fischen. Ich bin positiv. Nur etwas Selbstsarkasmus. Das ist absolut in Ordnung. Bist du ein Kopfpatpat? Oh ja, guck. Ich nehme immer gern Kopfpatpat an. Dankeschön. Hello again. Oh, yes. Sehr lieb. Well, are you enjoying Mardi Gras? Ich konnte ihn mir noch nicht angucken. Hey, if it's a party, I'm there. Well, if it's a party you're looking for, I hear Governor Marley is having some super shindig up at her mansion. Oh. Marley? That's funny. I used to date a Governor Marley. Oh, sure. And I'll bet you helped her beat LeChuck, too. Yeah. Genau. Don't laugh. I've got the proof right here. In my pocket. Whoops. Ach, verdammt, der Bart hey, ist ja kid, weg. It's okay. Mist. Mardi Gras is the time for fantasy. Now just run along and enjoy yourself. Danke. Hoffekopf, verpatt. Mist, wir haben ja den Bart nicht mehr. Der Bart wurde uns ja entwendet. So ein Mist. Se, hättest du mal besser aufgepasst. Ganz toll. So, haben wir hier noch irgendwas? Der Kostümshop. Da können wir uns aber nichts genau angucken. Mal hier noch mit der Maus ein bisschen absuchen. Das Schiff. Betrachte. Oder läuft der da jetzt wieder hin? What a piece of junk. Der hatte aber allerdings recht. Okay, hier kommen wir dann nur weiter. Mit Augustus the What haben wir gesprochen. Die Kanone dürfen wir nicht benutzen. Also ab in den Kostümshop. Leben können, das Leben schenkt mir nichts. Und das zeige ich eben auch. Das Leben schenkt niemandem irgendetwas. Wäre episch gewesen, wenn die ominöse Hand von vorhin jetzt Pat-Pat gemacht hätte. Macht viel zu selten Pat-Pat. Ja. Mach doch mal Pat-Pat. Er hat geh weg gesagt. Wie gemein. Ah. Genau. Ich, Soul, genauso sehe ich das auch. Ich arbeite lieber dafür, weil das Gefühl, etwas erreicht zu haben, wenn man auch richtig was dafür getan hat, ist viel, viel besser. Harte Arbeit und vielleicht ein bisschen Glück. Ja, das stimmt. Wie geil ist das denn bitte? Oh Gott, wie sah das in der alten Grafik aus? Ist das cool. Das ist ja so cool. Das ist ja so unglaublich cool. Das fetzt. Wonky Elephant, Trademark. Leggy Duck, Trademark. Überall ist hier ein Trademark dran. Ach, wie geil. Die Hand schläft heute wieder auf der Couch. Nein, Manfred. Nein.
Das ist schon echt ziemlich cool. I wonder if I can rent this one. I should check with the shopkeeper first. Okay, schade. Neat. I think this one's my favorite. Ich bin nicht sicher. Ich finde das hier hinten eigentlich auch ziemlich cool. Cannibal Mo. Great costume. Wie cool. I had one like that when I was a kid. I like this one. Mini Monkey. Great costume. I wonder if I can rent this one. Oh, falsche Taste, Entschuldigung. Doesn't look like any cannibal I've ever seen. Ein bisschen vielleicht. Hat er mich gerade vermessen? This is really nice. Great costume. Auf jeden Fall. I had one like that when I was a kid. Great costume. Was er alles als Kind hatte, ganz ehrlich? Hey. Excuse me. I'd like to rent a costume. Our costumes are all gone. Or on reserve. Sorry. Was, alle? But you have tons of costumes. They're all reserved and waiting to be picked up. Aber. Why are your costumes so popular? I'm the only costume shop in a 5-island radius. And besides, everybody who's anybody is going to the big Mardi Gras celebration at Governor Marley's mansion. Na, aber. I'd really like to rent a costume. Try us after Mardi Gras. I'd really, really like to rent a costume. Ganz toll. Look, if you don't have a reservation, you don't have a costume. I need to rent a costume. Sorry, can't help you. I have to rent a costume. I told you, we don't have any more costumes. My life depends on renting a costume. I don't have a costume for you. Did I ask you about renting a costume yet? Next time, make a reservation. Hey, Wendo, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen, hi. Hi. Ludwig ist heute echt das eiskalte Händchen. Saku, fühl dich ganz, ganz doll zurückgeknuddelt. Ich wünsche dir einen tollen Samstag, Liebes. Bye-bye. Bis morgen. Diese militärische Kompaktheit des Denkens. Bei mir muss das irgendwie anders hinhauen. Okay. Militärisch? Ich denke wie Batman. Schon wieder Bettelei? Ja, ich werde weiter betteln. I'm looking for a costume. I said I'm all out. Aber vielleicht noch irgendeins? Please rent me a costume. I said I'm all out. Please rent me a costume. Sorry, can't help you. Okay, ich glaube, das wird nichts. You look busy. I'll come back later. Okay, ich muss mir hier irgendwie was einfallen lassen. Ich muss also irgendwie an eine Reservierung kommen. Alles klar. See the world. Sunken galleons. 3-hour tours. Check it out. Check it out. Oh, wer sind die hübschen Damen? Cruises. Sunken galleons. Sightseeing. Cruises. See the world. Sunken galleons. See the world. Ehrlich gesagt, sieht die ein bisschen aus wie Marley. Check it out. Also aus dem letzten Zeit zumindest, oder? Sightseeing. Hallo, asiatische Zeichnung. Glass bottom boat. Cruises. See the world. Hello. Hi, my name's Guybrush. I'm Captain Kate Capsize. Ach, das like ist to charter Kate. Ship, I do weddings, funerals, bar mitzvahs, you name it. Could I have one of those leaflets? Yeah, okay. Versunkene Galeone, triggered. Aber hallo. Could I have one of those leaflets? Hey, these things cost money. I'm interested in chartering a ship. Great. Not many people want to charter a glass-bottom boat around here. Pretty soon I'm off to Fat Island to try my luck there. But let's talk turkey first. My fee is 6,000 pieces of eight. Don't you think 6,000 pieces of eight is a bit high? No, I don't. Wow. Do you give credit? So sah sie übrigens vorher aus. Da sieht sie ein bisschen
naja, sagen wir einfach nicht ganz so schön aus. Irgendwie stämmiger. Hm. So ist schon besser. I don't have that much. I guess you'd better find some more then, huh? Check it out. Gott, ey, die wollen immer alle so viel Geld haben. 3-hour tours. Da sieht sie männlich aus, ein bisschen, tours. Oder? Oh nein, nicht Stents. Sightseeing. Oh nein. Sunken galleons. Cruises. See the world. Nicht so fraulich? Ja, see so ein bisschen, the world. Ich weiß nicht. Sunken galleons. Check it out. Ist heute Pizza-Tag? Okay, ja. Now, who's gonna be next? It's a great day for spitting. Was? Just look at this juicy crowd. Step up to the line and test your swill. Was valuable prizes. Even a child can do it. In Was fact, ist das denn? They do it very well. Was ist Come das? On, it's all paid for by Booty Island Parks and Rec. Just put your two lips together and Wir gehen erstmal zu Stan, oder? Wir haben Stan ausgelassen. Are you pirates or not? Sightseeing. Sunken galleons. Howdy! Oh, there he is. Welcome to Stan's previously owned coffins. We handle the dead for a lot less bread. What are you looking for, son? Need a bin for your next of kin? Want a family plot without spending a lot? You're in luck! Just look at all this quality merchandise, never before touched by a living soul. Most of it used only for a few hours. Premature burial, you know. That sort of thing. Well, speak up! Or are you dead? Either way, you came to the right place. Ach, Stan. Wir haben dich so vermisst. Ja, Stan ist angestellt bei QVC, ich glaube auch. Hm. Hm. Oh Mann. Didn't you used to be a used chip salesman? Well, yeah. But I decided to get into a business where unsatisfied customers are less likely to come back and complain. Nett. Hm. Do you do funerals? Of course we do funerals! And not just those somber, all-black, three-handkerchief affairs. We do it in a rowdy Mardi Gras style with music and dancing and pallbearer races. I'd like to say we put the fun in funerals. So schlimm. Schön. Auch mal was loswerden, Räusper. Oh, Fredinas, danke schön. Danke. Danke. Und ja, es ist wirklich nicht leicht. Also die, prinzipiell die Arbeit und das so unter einen Hut zu bekommen, das klappt ganz gut, da ich da ich eben eigentlich im Normalfall immer pünktlich Feierabend machen kann und so, aber es ist schon sehr, ist schon anstrengend. Auf jeden Fall. Aber danke schön. Das freut mich. Danke. Warum zappelt er denn so rum? Weil er es kann. Taiwendo, weil er es kann. Das ist wichtig. Ja? Gestik ist ganz wichtig beim Verhandeln. Hauptsache viel mit den Armen wackeln. Das ist so. Ah, the fun in funeral. Oh Mann. Okay. I'm not actually in the market for a coffin yet. It's never too early to make funeral arrangements. Making plot reservations now ensures you a space at our popular Scab Ooh. Island Internment Park, as well as entitling you to discounts on park rentals. Wow. Rentals? You know, for barbecues, parties, that sort of thing. Aha. Ich brauche etwas einbalsamiert. Brauche ich das wirklich? I need to get something embalmed.
Well, you came to the right place. Your loved ones deserve Stan's special preserve. You won't smell a whiff when we're done with your stiff. I never knew morticians were so clever. Actually, I'd just like to browse. Sorry. Health regulations prohibit me from allowing uncertified persons free access to used internment paraphernalia. Oh, shucks. Schön. Sehr, sehr schön. Wie sich plötzlich die Stimme geändert hat. Ach, herrlich. Wie heißt immer das mit den Apothekern bei Medikamenten und so. Das ist aber schön. Jeder Drummer will diese Food-Skills auf jeden Fall. Ja, das hat er wirklich drauf. Durchweg. Der kriegt keinen Krampf. Das macht er die ganze Zeit. Das ist richtig gut. Ah, den Kaffeefuß nicht vergessen. Sehr schön. Warte mal ganz, ganz kurz. Gib mir mal einen Moment. Ich muss hier gerade noch mit meinem Mordsaus abklären. Wichtige Dinge und so. Ja, ich trinke euch die ganze Zeit zwischendrin, Onkel. So. Eigentlich brauche ich gerade keinen Sarg, danke. I gotta go. See you later. Here, take this complimentary hanky. Oh, ein Werbetaschentuch? Just my way of saying, I care. I care. Genau, bestimmt care. Glass bottom boat. Sunken galleons. 2, 4, 6, 8. Come on, let's expectorate. Pirate spit contest. Everybody already has the necessary equipment. Okay. Turn a disgusting habit into a prestige-winning skill. Der Spuckmeister. Don't let this grass wither up and die. What was that? Did I hear somebody swallow? Oh, me. I'll give it a try. A volunteer! Will ich All das right, wirklich? Settle down, folks. This kid looks like a serious contender. What's your name, boy? Spuckus Maximus der Dritte. Man nennt mich den Speichelmeister. Ich bin sowieso Captain Schleimy. Hoppla, dachte man spielt hier Crockett. Tschüss. Ich finde ja das gut. Jucius Maximus the Third. The Juice Man, Max Mucus. Der Spuckige. He's juicy to the max. Spit away. Wie spucken wir jetzt? Oh, swish, swish. We're with you, Schlürf. Spucken, ekelhaft, ich bin weg. Let's go! Let's go! Let's go! Spit! E. Misfire! Everybody run! E. Maybe a little over the max on the juice there. Let's give him a big hand anyway, folks. At least he tried. Thousands will spit. Hundreds will win. No volunteers. If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. Come on, don't be shy. Let it fly. Ich frag mich ja, ob's hier irgendwie einen Trick gibt. I know you want to volunteer. Ja, die Reihenfolge ist bestimmt entscheidend. Denke ich. You think spitting is gross? Denke, die Reihenfolge ist entscheidend. I'll tell you what's gross. Jucius Maximus has returned. Danke, danke. Spit away. Ich brauche Konzentration, bitte keinen Applaus, danke, nein. Okay, vielleicht erst. Let her rip. Das, dann vielleicht. Woo, you can do it. Das, dann vielleicht. Better not blow it, man. Hey, spitter. Come on, spitty. Okay, daran ändert sich dann nichts. Okay. You stink! What's this? Oh, okay. A surprise turnaround in performance? That doesn't quite qualify. Verdammt. Okay, das haut offensichtlich noch nicht hin. I think that deserves a little applause. Too bad there are only prizes for first place. Die Reihenfolge ist wichtig. Better luck next time. Okay. Now, how about the rest of you?
Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas. Falsch, du machst es ganz falsch. I hear there's some scouts here from the pro spinning circuit. Das klingt nicht, das klingt wirklich, wirklich ekelig. Juicius Maximus has returned. Okay, wir versuchen das nochmal. Also, fangen wir doch mal an mit, keine Ahnung, Zwischtisch. Schlurf. Baby. Vielleicht einfach mal die genaue Reihenfolge, so wie sie da steht. Nein, okay. That doesn't quite qualify. Now, how about the rest of you? Vielleicht kann man das erst this irgendwo lernen. Also vielleicht muss man and success. Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas. Spit fun, spit fun, spit fun, spit fun. Turn a disgusting habit into a prestige-winning okay, skill. Okay, können wir hier sonst noch irgendwo hin? Thousands will spit. Flagge? Hundreds will win. Cheat? With everyone watching? I know you want to volunteer. It's ah, on okay. The tip of your tongue. Okay, now, who's gonna be next? I know you want to volunteer. Ah, the whole world loves a spitting contest. Come on, don't be shy. Let it fly. I'm not looking for a fight. No volunteers? If Blackbeard were here, he'd shoot you all right now. Juicius Maximus has returned. Ach so, ich dachte, das heißt, ich fange dann wieder von vorne an. Werde nicht spoilern. Right mein on. Essen kümmern. Mach das. Right on. Direkt in die Schussbahn. Na, weil er drauf steht, Manfred. Er will das auffangen. Das ist ein Fetisch. What are you waiting for? I don't think he's got the lips for it. Okay, also ich glaube tatsächlich, man kann das nicht schaffen. Nee. Also man kommt maximal bis da. Das heißt, man muss diese Teile umstellen. Umbupsen. How about the rest of you? Weil das für mich irgendwie auch wenig Sinn macht, aber okay. It's on the tip of your tongue. 2, 4, 6, 8. Gut. Darum können wir uns ja später irgendwie bemühen. Ach Gott, wir können auf der ganzen Insel noch rumlaufen. Aber waren wir denn hier drin fertig? Ja, oder? Woanders konnten wir, glaube ich, gar nicht hin. Glaube ich zumindest. Dann gehen wir mal zum großen Baum. Barfuß und läuft in dem Schmodder rum. Planke. Aha. Big woodpeckers. Looks like a plank stuck in a hole in a tree. That doesn't seem to work. Nicht? I can't dig that, Daddy. My scoutmaster would kill me if he saw me use a knife like that. Okay, mehr haben wir aber leider nicht. Sauberes weißes Taschentuch. Sehr gut. Looks like a plank stuck in a hole in a tree. Ich glaube auch, dass ich das noch nicht kann. Im Moment. Benutze Loch finde ich irgendwie ein bisschen strange. Offensichtlich passiert dabei auch nicht wirklich viel. So, und jetzt werde ich dir... Looks like a plank stuck in a hole in a tree. Jetzt geht er wieder dahin, kommt vermutlich nicht mehr hin, ne? Genau. Das habe ich mir schon gedacht. Hallo? 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 I can't pick that up. Was? Okay, also irgendwie müssen wir auf jeden Fall vermutlich, warum auch immer, auf diesen Baum kommen. Aber benutze Zimmermann nicht. Entschuldigung. Nun gut, dafür brauchen wir aber offensichtlich noch irgendwie eine zweite Planke oder so, denke ich. Würde ich fast vermuten. How rustic.
Was haben wir denn hier? No thanks. Only shiny pages left in the catalog. Okay, aber offensichtlich ist hier sonst nichts. Okay. Habe ich nicht gesagt, Freddy. Das habe ich nicht gesagt. Ansonsten sehe ich jetzt hier auf Anhieb erstmal nichts am großen Baum. Hier kommen wir später nochmal hin. Gehen wir erstmal zum kleinen Gebäude. Get a grip! Don't you know a Mardi Gras costume when you see one? Is there something I can help you with? Das war ja gruselig. Knapp. I'm here for the governor's party. You mean Governor Marley's Mardi Gras fish fry? It's invitation only and costumes are required. Verdammt. I don't have an invitation. Then you can't go past me. Mist. Nice costume. Almost scared me to death. Thanks. Where's your costume for the governor's party? You mentioned a party before? Did you bring a costume and invitation? This is my costume. Nobody would willingly wear such a dopey costume. Hey, Mist. Gotta go. Keep up the good work. Okay, das heißt, wir kommen hier ohne Kostüm nicht dran vorbei. Das habe ich mir schon fast gedacht. Das heißt, wir kommen nicht zu dem Haus. Am großen Baum kam ich jetzt zumindest auf Anhieb nicht weiter. Wir gehen nochmal hierhin zurück. None shall pass. none shall pass. Even a child das war so nervig. Unfassbar In fact, nervig. They do it very well. Gut, hier haben wir tatsächlich sonst nichts, was wir machen können. Even a child can do it. In fact, they do it very well. Valuable prizes. Und hier vorne war ja auch Sunken nichts weiter. Galleons. Bei Stan können wir uns nichts anpacken. Glass bottom boat. Im Kostümshop. Glass bottom boat. Der gibt uns ohne Reservierung kein Kostüm. Glass bottom boat. Glass bottom boat. Okay, das ist ja die Karte hier. Nee, ich will. Kann ich die wieder wegtun? Ah, okay. See the world. Sunken galleons. Papageienfutter, Glass Moment. Glass bottom boat. Papageienfutter. Papageienfutter. The bag is empty. Na toll. Eine leere Tüte? Ernsthaft? Eine leere Tüte Papageienfutter? Wie gemein ist das denn? That doesn't seem to work. Nicht? Schade. Hätte aber klappen können. Holzpolitur. Goldstücke haben wir noch. Haben wir denn hier irgendwas? Hat er nicht zufällig? Er hat einen Piratenhut, aber ob mir das viel bringt? Jetzt Shish-Kebab. Wäre doch Gandalf, oder? Wir stellen ab, ja. Einfach eingeschlafen, hast alles verpasst. Ach, das ist nicht schlimm. Wutkick, nein. Piep, piep. Können wir hier vielleicht irgendwas gebrauchen? Wenn wir ihm vielleicht zum Beispiel Augenklappe abkaufen und so einen Piratenhut, sind wir doch eigentlich... Vielleicht noch ein Holzbein dazu, dann hätten wir doch eigentlich ein Kostüm zusammen, oder? Voll retro, weil ich Notizen auf einem Post-it aufschreibe und nicht in der Textdatei. Ja. Das ist ziemlich retro. Könnte das funktionieren? Down, down, down.
Das Problem ist, ich weiß nicht, ob, wenn ich die Sachen nicht mehr gebrauchen kann, ob ich sie ihm einfach zurückverkaufen kann, quasi. Ja, wenn ich damit dann am Ende doch nichts anfangen kann. Das wäre sonst blöd. Aber wir können es ja einfach mal probieren. Also, das Holzbein. It was handmade by a good friend of mine from another island. Können wir uns das eigentlich überhaupt irgendwie anstecken? Keine Ahnung. Ich versuch's erstmal mit dem Piratenhut. I'd like to buy these pirate hats. Alrighty. They are 30 pieces of 8 each. Ich brauche nur eins. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Here you go. Thank you. Okay, wir haben einen Piratenhut. Vielleicht noch eine Augenklappe dazu? I'd like to buy these eye patches. I just couldn't part with those. They have sentimental value. Okay, die verkauft er mir nicht. Das ist schon wieder strange. Warum nicht? Vielleicht den Papagei noch dazu, aber den verkauft er ja auch nicht, ne? Sorry, he's not for sale. Ja, leider. Die Säge. Wir können das Holzbein, warte, wir können das Holzbein vielleicht für den Baum benutzen. Yeah, I like that too, but it's not for sale. Really? Aber wieso? Das hätte super für den Baum gepasst, nicht? Die Säge? I'd like to buy this well-polished old saw. I see you have an eye for quality. That'll be 25 pieces of 8. Ich glaube, ich nehme die Säge mal mit. Okay, I'll take it. Vielleicht kann ich das Brett einfach teilen. Thank you. Und damit bei dem Baum hochkommen? I don't think I should cut that. Okay, das hat schon mal nicht funktioniert. Ah. Blanke. Nah, I have a thing about lice. Das brauche ich doch nicht. Okay. Was ist denn Olli? Er hat einen Laden verkauft, nix. Ja, oder? Das ist doch gemein. Das Schiffshorn. Wir könnten das Schiffshorn kaufen und dann vielleicht routen und dann wird die Kanone abgeschossen. Ich weiß bloß nicht, was das helfen soll. That'll be 40 pieces of 8. Egal, wir nehmen es erstmal mit. Okay, I'll take it. Let me get you one from Overstock. Naja, wenn er es braucht. Leicht, ja. Here you go. Thank you. Okay. Was auch immer das ist. Käseraspel? Hä? I'm not sure exactly what this is. Warum ist es jetzt Käseraspel? Wo ist denn hier eine Käseraspel? Hä? Was? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. I'd like to buy this thing. That's great, huh? Too bad it's not for sale. Na toll. Okay, das kriegen wir nicht. Die Vase, weiß ich nicht. Kanonenkugeln. Die Schreibfeder vielleicht noch? I'd like to buy this feather pen. Excellent choice. That'll be 10 pieces of 8. Okay. Okay, I'll take. Nehmen wir einfach mal mit. Let me get you one from Overstock. Wir hätten den Anker noch, die Schädel. Thank you. Die Peitsche. Und eine Maske. Vielleicht ja sogar die Maske. Well, I'd like to buy this mask. Yeah, I like that too. But it's not for sale. Alles klar. Okay, ansonsten. Schade, dass ich das Holzbein. Ich dachte bei dem Holzbein, na, vielleicht wird das ja was. Kann man das Steuerrad kaufen? I'd like to vielleicht buy können this wir das zu sägen. That's one of my favorite things in the store. But I don't have enough backstock to sell it. Na, natürlich kann es mir nicht verkaufen. Natürlich nicht. Warum auch? Eklige Schädel. Okay, wir haben das Schiffshorn. Wir haben eine Schreibfeder. No ink. Nothing much to write about anyway. Okay, wir haben keine Tinte. Kann er nicht einfach Holzpolitur benutzen? Macht wahrscheinlich gerade das Geschäft seines Lebens. Ich denke, du bist der erste Kunde seit zwei Jahren. Zwei Jahrzehnten eher. Sehr schön. Okay. Lasst uns das Schiffshorn tröten. Pass mal auf. That sounds like the mailboat. I'd better fire the cannon. That ought to do it. Of course, I don't see no mailboat. Ah,
Alles klar. Well, where's the mailboat? Thought I heard it. I see. Three-hour tours. Prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas. Aber die Menge ist leider immer noch klein. 2, 4, 6, 8. Come on, let's expectorate. Turn a disgusting habit into a prestige-winning skill. False alarm. Ach, verdammt. I'm not looking for a fight. As I verdammt. Was saying. Nochmal, 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 nochmal. Yuri versucht nebenbei was zu kritzeln. Macht das viel Spaß im Workmodus. Schnell. False alarm. As I was saying, Juices Maximus has returned. Spit away! Ja, sehr gut. Und sowieso. Hey, he's been working out. Looks like third place. I think that deserves a little applause. Dritter Platz? Okay, kriegen wir jetzt now, irgendwas dafür? How about the rest of you? Everybody already has the necessary equipment. Nein, okay, this das hat noch nicht gereicht. Müssen wir es vielleicht mehrfach machen? Success. Versuchen wir es nochmal. What was that? Did I hear somebody swallow? As I was saying, das klappt nicht nochmal. You wanna volunteer. It's on the tip okay, of es your klappt tongue. Nicht nochmal. Everybody already has the necessary das heißt, equipment. Bis dahin muss ich kommen? Dann what muss es eine Reihenfolge geben. Did dann muss I es hear auf jeden somebody Fall swallow? Irgendeine Reihenfolge geben. Juices Maximus has returned. Mach das. Okay. Spit away. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Okay, vielleicht erst Schlurf, come on, dann Swish Swish und dann come on, und jetzt vielleicht what are you? Afraid? At least he's consistent. Looks like third place. Immer noch nicht. Now, how about the rest of you? Are you pirates or not? This may be your last chance at popularity and success. Come on, don't be shy, let it fly. Das klappt wirklich nicht nochmal, oder? Valuable prizes. Nee, schade. As I was saying, even a child can do it. Juices Maximus has returned. Also das Maximum, was ich jetzt geschafft habe, war die rote Linie. Spit away. Dann probieren wir es mal in der Reihenfolge. Schlurf. Zwisch, zwisch. Come on. Und ab dafür. What are you, afraid? Nee. At least he's consistent. Okay. Looks like third place. Mir fehlt immer noch was. Now, how about the rest of you? Toll. No volunteers. If Blackbeard were was? Here, he'd shoot you all right now. Stimmt die Speichelmischung oder so? Ich weiß es auch nicht. Ich, ehrlich gesagt, keine Ahnung. So, wir probieren jetzt mit unserem... Rennt schreiend weg. Wir versuchen jetzt mit unserem Piratenhut, dass das vielleicht durchgeht. Shish Kebab. Shish Kebab? Is there something I can help you with? Gotta go. Keep up the good work. Also offensichtlich zählt das nicht als Kostüm, oder? Vergiss nicht, es gibt 3 Inseln. Ja, 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 ich weiß. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, was ich hier noch machen kann, weil mit meinem Piratendings komme ich hier offensichtlich auch nicht weiter. Platz ist frei geworden, sehr schön. Sich nervös aufrichten? Nee. Wer sollte wegrennen? Okay. Dann gehen wir halt auf die andere Insel. Wahrscheinlich ist der Speichel 0,003% zu flüssig. Ja, genau im Lore. 1990 Bottles of Beer on the Wall. 1990 Bottles of Beer. Genau. Ich denke nicht.
Okay, dann nutzen wir die Karte. Schreibfeder, Schiffshorn, Segel. Im Moment kommen wir hier noch nicht weiter. Take one down, pause it around. Ja. Dann, ab nach da. Ach, das klappt nicht? Ah, sehr gut. Dann sollten wir vielleicht einfach zum Schiff gehen. Where do you want to go? Dahin. Auf geht's. Oder zu wenig Gewicht. Noch ein paar Mal die Rotze, Sputum hochziehen. Nee, ich glaube nicht Flaxus. Ich glaube, mir fehlt tatsächlich einfach noch was. Ich glaube, die Reihenfolge ist tatsächlich ziemlich irrelevant. Man muss faken, muss austricksen. Ich brauche ich auch einen guten Grog. Der wieder einmal rundherum fährt, weißt du? Das, wieso? Wieso? Manchmal so. Ja. Gerade eine wilde Milchschnitte gespawnt. Entschuldigung. Da ans Mikro. Excuse me, sir. Yes? Aren't you Guybrush Threepwood? Who wants to know? I'm with the local constabulary, sir. You'd better come with me. Governor Fett would like a word with you. Well, am I under arrest? If you want to put it that way, sir, yes. Oh, all right. Let's go. Coming. Okay. Well, Mr. Oh, excuse me. Well, Mr. Threepwood, I can't tell you how pleased I am to have you here as my guest. Wenigstens gute Mucke auf dem Schiff. Du musst einfach deinen Speichel auf Level 3 upgraden. Genau, ich muss es leveln. Das wird es vermutlich sein. Mit dem Fähnchen hat ja schon mal geklappt. Ja, ich muss offensichtlich noch irgendwas anderes hinkriegen. Ja, na, Sleepwalker Pain, das dachte ich eben auch, dass ich vielleicht noch irgendwas trinken muss vorher. 1A Navigator. Da schreibt das Taxometer nach oben. Ja, aber ich muss ja Gott sei Dank nicht mehr bezahlen. Geld hat er ja schon. Oh, Sleepwalker Pain, was? Milchschnitte, Hype, Milchschnitten-Hype. Mal umschauen, vielleicht spawnt ja auch eine Milchschnitte bei mir. Sehr gut. Okay. Can't say as I care much for your method of invitation. I simply wanted to ensure that you didn't slip away before we had a chance to meet. There's something I'd like to discuss. Uh-huh. Such as why there's a wanted poster on the wharf with my picture on it? Such as your future, Mr. Threepwood, and that of the ghost pirate LeChuck. Mm-hmm. LeChuck's dead. I killed him. Perhaps you didn't kill him quite so thoroughly as you imagine. He looked perfectly healthy the last time I saw him. Last time you saw him? Oh no, LeChuck's back. I beg your pardon, so did you say something? Einmal erledigt, ich werde es wieder tun. Eine Weile hier verstecken. I took care of LeChuck once, I can do it again. You'll get your chance. You see,
He's put a sizable bounty on your head. Oh? A bounty I intend to collect. Oh. 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 Dem Anblick kannst du echt was essen. Naja, Igitt. Nur eine Katze, die gestreichelt werden wollte. Nicht ganz so befriedigend. Keine Milchschnitte, Flaxus. Insgesamt gebraucht für Monkey Island 1, ich glaube, 13 Stunden oder so, ne? Ich glaube. Im letzten Spiel umgebracht. Ja, haben wir. Ja, das ist einfach nur eklig, ganz ehrlich. Boah. Nein, Flaxus, nicht die Katze essen. 13 Stunden, ja, 13 Stunden. Frag mal Alf. I guess that bounty would buy a lot of bacon grease and pure fat, huh? Why, you can figure it out while you wait in jail for LeChuck to pick you up. Take him away. Yes, sir, Governor Fat. Governor Fat? Come on, you little weasel. Kitty, echt. I'll be back. Come on. Don't try to escape or anything. Walt will chew you to bits. Okay, Walt. I'll be back to relieve you at 11. Aha. Ein Hund soll auf mich aufpassen. Alles klar. Okay, aber es ist exakt 7:05. Das heißt, ich würde nämlich gerne heute, habe ich ja gestern schon angekündigt, ich würde heute gerne noch mal ein bisschen mit meinen beiden Mods, mit Gary und Sasu, ein bisschen 7 Days to Die zocken. Deswegen wird jetzt hier gespeichert. Wir sind übrigens schon bei beeindruckenden 27% nach knapp 5 Stunden. Wow. So. Das ist ja wow. Das heißt, da bleibt auf jeden Fall noch einiges über. Vielleicht machen wir morgen direkt noch ein bisschen weiter. Weiß ich noch nicht. Werde ich dann bei Twitter ankündigen. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause und nach den 5 Minuten Pause machen wir 7 Days to Die. Da geht's ja mit 7 Days to Die weiter. Bis dahin werde ich euch ein bisschen Spotify Autosave und beenden. Ja, klar.